die beiden Personenschützer, der eine ansprechbar, der andere weniger, werden von zwei Cobra-Beamten nach Wiener Neustadt verbracht. Dort wird gegen 23 Uhr ein Protokoll aufgenommen. Zwei Polizeioffiziere, und da kommen wir dann noch zurück, nehmen diese Protokolle auf. Kathi trifft Karl dann beim Heurigen. Die Personenschützer beenden den Personenschutz und beginnen einen, wie es im Protokoll heißt, Rundgang. Nach dem Rundgang sind sie in einem sehr problematischen Zustand. Aber sie waren nicht in der Wohnung und haben sich unabhängig von der Familie betrunken. Dann kommt das sogenannte anonyme Mail, das Grundlage der großen parlamentarischen Anfrage der SPÖ war. Dann kommt die Kanzlerwut PK und am nächsten Tag wird gesagt, es wird jetzt überprüft, wo getrunken wurde. Zweite offizielle Darstellung. Die Personenschützer haben doch in der Nehammer Wohnung getrunken. Aber ganz wenig. Zwei Bier. Und jetzt bleibt mir nichts anderes über, als auf meine wissenschaftliche Ausbildung zurückzugreifen und den Promillrechner anzuwerfen. 4 Stunden sind es dort, durchschnittlich 80 Kilo, Körpergröße 1,80 Meter, 2 Bier, 0,18 Promille. Beim Fahrer sind aber 1,2 Promille gemessen worden und der Beifahrer war nicht mehr Promille testfähig. Also kann es das nicht gewesen sein. Macht nichts, weil kurze Zeit später wird etwas mehr zugegeben. 3 Bier und 1 Wein im Kurier. 80 Kilo, 1,80 Meter, 0,64 Promille. Es geht sich nicht aus. Nachdem diese Angaben aber offensichtlich von Kathi Nehammer stammen, habe ich versucht, das rückzurechnen. Wie groß und wie schwer muss ein Personenschützer sein? Bei 3 Bier und 1 Wein in 4 Stunden Konsum haben wir es mit einem Personenschützer zu tun, der 1,50 Meter groß ist und 52 Kilo wiegt. Da gibt es jetzt eine Gewichtstabelle für Heranwachsende. Kilo Alter, ich konnte zweifelsfrei feststellen, dass Kathi Nehammer an diesem Tag 2 11-jährige Personenschützer hatte. Das sind unhaltbare Zustände. Kinderarbeit am Sonntag. Und dann müssen sie noch saufen. In der Kanzlerkuchel. Ohne mich. Und deswegen haben wir... Weil es ist ja... Es ist dem Protokoll nicht zu entnehmen, ob bei ihrer Einvernahme um 23 Uhr auf die Nacht in Wiener Neustadt auch Körpergröße und Gewicht der Personenschützer aufgenommen worden sind. Es gibt eine vierte Möglichkeit und die vierte Möglichkeit, man macht es halt so, sagt, haben sie 80 Kilo, 1,80 Meter, wie kommen wir auf die 1,2 Promille? Mit 5 Bier und 1 Wein.
dann geht sie sich aus. Für den Fahrer. Der Beifahrer war in einem deutlich anderen Zustand. So. Jetzt sind wir bei der Geschichte, dass die möglicherweise zuerst gelogen haben, dann, wie es nicht mehr so zum Erhalten war, haben sie zur Abwechslung gelogen und wie das nicht gehalten hat, haben sie ein bisschen gelogen. Sind wir bei diesem Punkt. Wer hat um 23 Uhr die Einvernahme in Wiener Neustadt durchgeführt? Der Chef des Personenschutzes persönlich und ein zweiter uns namentlich bekannter Polizeioffizier. Und was sagt der Bundeskanzler in seiner Wutpressekonferenz? Es war ganz normal in dem Sinne, weil der Personenschutzkommandant, der an meiner Seite war und der auch den Schutz übernommen hat für meine Frau und meine Kinder, weil der Schutzauftrag war ja, als es um diesen Fall, um den es bei diesen zwei Beamten geht, war ja zu Ende zu diesem Zeitpunkt, das war abgemacht zwischen dem Personenschutzkommandanten. Der war ja in Wiener Neustadt. Aber offensichtlich, und das hat an dem Tag niemand gewusst, war er vorher die ganze Zeit beim Bundeskanzler. Und da geht der Chef des Personenschutzes neben dem Bundeskanzler da und kommen am Handy die Meldungen, du Thomas, die sind gerade reingefahren, du Thomas, die sind blonzenfett, du Thomas, das ist direkt vor der Kanzlerwohnung, du Thomas, was machen wir mit denen? Du Thomas, wir fahren jetzt noch Wiener Neustadt, du Thomas, kommst eh. Das muss alles direkt neben dem Bundeskanzler stattgefunden haben. Und neben der Frau des Bundeskanzlers, die zu diesem Zeitpunkt nachweislich bereits bei ihm war. Das heißt, die Frau des Bundeskanzlers, die keine Gewichtstabelle und keinen Promillenrechner braucht, um zu wissen, was bei ihr in der Kugel passiert ist, ist dort, der Kanzler ist auch dort und der Chef des Personenschutzes bei dem wahrscheinlich im Minutentakt vom Reservemann, der aus der Dienstwohnung kommen ist, aus der Meidlinger Kaserne, von den Objektschützern, von der Polizeiinspektion und so weiter und dann später auch aus dem Innenministerium und von der Cobra-Zentralstelle, die sind ja alle benannt. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Chef des Personenschutzes das alles reinkriegt und er und die Frau des Bundeskanzlers sagen, ach, jetzt lassen wir Karl Deppert sterben. Dem sagt man nichts. Dem sagt man nichts, dass das alles in der Wohnung war. Vorwaschen, Hauptwaschgang, Schleidergang, alles in der Nehammer Wohnung. Sagen wir nicht. Wir lassen die Karlheiz Deppert sterben und ich fahre geschwind nach Wiener Neustadt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt eine deutlich wahrscheinlichere Variante. Herr Bundeskanzler, wir haben ein Problem. Herr Bundeskanzler, war es nicht gescheit, wenn ich jetzt nach Wiener Neustadt? Herr Bundeskanzler, das mit Ihrer Wohnung, wären wir schon drauf kommen. Auf solche Sachen sind wir im Regelfall immer drauf gekommen. Es ist ja nur so, wenn es streng riecht, muss man ja nur die Nase einschalten und dorthin gehen, wo es herriecht. Das haben wir getan. Und jetzt wissen wir schon, da ist was passiert in Wien und dann ist was in Wiener Neustadt passiert. Nämlich ein falsches Protokoll, dessen Ziel es offensichtlich war, die Familie Nehammer zu verschonen. Ein Rundgang in einem Lokal, wo sie sich aber weigern sagen, welches das war. Und plötzlich wird aus dem Rundgang zwei Bier und plötzlich aus den zwei Bier drei Bier und ein weißer Spritzer und bei einem kommt dann noch der Fernet dazu. Und dann kommt ein neues Protokoll und dann kommt ein neues und ein neues. Dann werden weitere Einvernahmen gemacht, dann schaut plötzlich alles anders aus und dann kann man sich an das alte Protokoll nicht mehr erinnern. So, an dem Punkt sind wir jetzt.
Und das ist alles, das hat alles, was eine klassische politische Affäre hat. Ein Missstand, eine Vertuschungsmaßnahme und mögliche illegale Aktionen. So, und dann stellt sich an diesem Punkt schlicht und einfach die Frage, wie soll denn das weitergehen? Wenn jede Woche sowas passiert, wer soll Österreich regieren, wenn diejenigen, die Österreich regieren sollen, nur mehr mit dem Eigenschutz, mit dem Reagieren beschäftigt sind? Wer soll sich mit Corona, mit neuer Armut, mit Teuerung, mit den großen Problemen der Hilfe für die Ukraine-Flüchtlinge und beschäftigen, wenn die alle mit sich selber beschäftigt sind? Die haben ja keine Minute Zeit. Wenn das Protokoll von der Cobra Libre-Affäre gerade wieder umgeschrieben ist, dann geht ja schon der Seniorenbund los. Ich habe keinen Hinweis darauf, dass der Seniorenbund auch in der Kanzlerwohnung war. Mit den Personenschützern. Es ist ja so, dass die Sachen teilweise noch getrennt sind. Aber es stellt sich nicht mehr die Frage, zumindest für mich, aus meiner Sicht, ob diese Bundesregierung mit dem Bundeskanzler Nehammer untergeht, sondern nur bei welchem der nächsten Fälle das passiert. Das ist der Punkt. Habe ich das schon gespielt? Der zweite Teil der Niedertracht ist, mir zu unterstellen, dass ich interveniert hätte. Das ist eine glatte Lüge. Und ich weise sie von mir. Schauen wir uns an. Glaub nicht, dass er das heute noch sagt.